Hallöchen Leute, willkommen zur 18. Episode von Metroid Prime, meinem Let's Play. Ich bin Davy und ich tue euch ganz herzlich zurück begrüßen. So, jetzt können wir mal uns jetzt in diesem Gebiet hier weiter vorarbeiten. So, ich mache mal gleich einen Wavebeam. So, mache ich mal einmal Strom hier drauf. Ich habe mir den Energietank hier vorhin geholt, also in der letzten Episode noch. Und jetzt wird's Zeit, da hoch zu jumpen. Aber ich mache doch das normale Visier, dass ich es besser sehen tue. So, wie tue ich euch am besten einkalkulieren? Oder ich glaube... Okay, ich kann euch eine auf den Mulbe geben. Dann ist ja gut, solange ich das kann. So, da ist es schon wieder, das Vieh. So, komm. Gut. Muss ich mich so arbeiten, hocharbeiten? So, wo ist der andere? Das muss da oben sein. Nein. Ich fall wieder tief runter. Atemberaubend. So, aber ich brauche trotzdem das Visier. Weil irgendwo muss ja hier noch das scheiß Teil sein. Wo ich den nächsten Stromaggregat gebe. So, gut. Wie komme ich jetzt da hoch, bitte? Wie soll ich jetzt da hochkommen, bitte? Will mich jemand... Die wollen mich doch echt verarschen, kreuzweise. Wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich wieder unten. Super. Warte mal, war da nicht gerade irgendwo was? Ich habe doch gerade was gesehen. So, komm. So, du kriegst einen auf die Nudel. So, da ist einer. So, da ist der nächste Strom. Gut. Hallo? Komm auf. So. Nein, das wird nichts. So rum. So rum und schnell drehen. Ist da noch irgendwo? Oh, ah, verdammt. Komm, auf. Ja, da muss ich hin. Jumpen, okay. So, dann haben wir die Möglichkeit, dann da auch hoch zu jumpen. Alles klar. So, und zack. Und zack. Und jetzt bestimmt wieder darüber. Jipp. So muss das sein. So muss das laufen. Da ist noch eins da oben. Komm. Warum treffe ich dich jetzt nicht? Sehr gut. Geht doch. Ja, und zu dieser Tür muss man jetzt hin. Jetzt kann ich wenigstens das normale Visier mit da machen, dass ich besser was sehe. So, zack. Okay, dann dahin. Und da sind wir jetzt oben. Sehr gut. Das läuft doch schon mal jetzt besser wie vorhin. Oh. Was haben wir hier? Einen normalen Durchgang? Was erwartet uns jetzt hier? Das ist wie ein Ding wieder. Super. Oh ja, klar. Warum auch nicht? Ihr habt mir wieder so gefehlt. Da ist das nächste Teil. Gleich da oben. Zack. Bam, bam, babau, babau. Vergiss es, mein Bub. So, jetzt erstmal scannen und gucken. Weil es sieht ja eigentlich wie das gleiche Schiff aus. Oder ist es das Schiff, was... Ich glaube, das ist das Schiff, was von oben herabgefallen ist auf dem Planeten, so wie es aussieht. So wie die ganze Scharade hier aussieht, muss das so sein. So muss man da runter, anscheinend. Okay, dann gehen wir mal einmal ins Wasser rein. Wow, was geht? Wow, was geht ab? So, komm. Wo bist du? Da. Zack, komm. So, komm. Zack. Wow, was für eine Scharade gerade. Das ist ja übelst die Scharade gerade. Ich muss das Visier auf normal stellen, dass ich die sehe. So, zack. Bam. Nochmal. Bau. So, zack. Und nochmal. Halt die Gosche. So, gut. Jetzt können wir wieder das Visier machen. Gut, da... Jo! Wo bitte? So, schneller Wechsel. Wo bist du? Wo ist das hässliche Vieh? Hin. Aha. Nicht mehr vorhanden, oder was? Ach, da ist es. Da ist das scheiß Teil. So, da haben wir einmal Strom verballert. Wo bist du? Ah, da bist du. Da bist du.
Drecksvieh, ey. Hast dich gut versteckt, muss man zugeben. So, da haben wir noch was. Was Rotes. Könnte es jenseits der Sicherheitstoleranzen sein? Okay. Dann schauen wir mal. Nee, geht irgendwie doch nicht so auf, ey. Dann versuchen wir es mal mit dem... verdammt, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte den normalen Powerbeam. So, das bringt schon mal gar nichts. Vielleicht ein Supermissile. Ja. Und da sind sogar Raketen drin. Sehr gut. 100 Stück schon. Sehr schön. So, was ist mit dir? Gehst du auch so am Arsch? Nee, gehst nicht kaputt. Gut. Die haben mir den Strom verpasst. Oder doch nicht? Brauchst du noch eins? So, da. Ich hab dir doch Strom gegeben. Warum gehst du da nicht auf? Nee, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte ja wieder den Wavebeam machen. So, ballern wir mal in die Mitte. So, oder brauchst du irgendwo noch Strom her? Warum gehst du da nicht auf? Muss ich das verstehen? Achso, der hat drei. Achso, deswegen. Der hat drei Stromkreise. Gut. Dann suchen wir wohl die anderen zwei noch. Da ist noch einer. Ah, verdammt. Okay, machen wir wieder das normale Blickfeld, dass ich hier hochkomme. Ja, und jetzt komme ich nicht mehr hoch, oder was? So. Gut, jetzt hier war irgendwo noch normaler Strom, da. So, da ist noch einer. Wo könnte der nächste sein? Es müssen ja drei sein. Da ist einer noch. Gut. Eieieiei. Immer diese Scheißrätsel. Unmöglich, die Geschichte hier immer wieder. Aber ich gucke jetzt nochmal. Vielleicht gibt es hier ja noch so ein bruchiges Teil. Vielleicht. Man weiß ja nie. Aber anscheinend nicht so. Gut. Oh, gehen wir mal durch. Och, ihr Ranken. Könnt ihr euch nicht irgendwo anders da aufhalten, wie mir den Weg versuchen zu versperren? Brav. Okay. Das sind wieder meine schönen Fliegdinger. Boing. Zack. So, komm. Yes. Yes. Zack. Sehr schön. Du gehst auch... nett? Gehst du nicht Fitch? So, was mit dir? So, und du? Das reicht doch, oder? Mit dir auch. Oioioi. 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 Du mit deinen Raketen, ey. Gut. So, wo sind wir jetzt hier? So, wieder Therm anmachen. Da habe ich mir fast gedacht, dass ich wieder hier Strom zugeben muss. So, das sind noch die anderen zwei Optionen. Einmal. Gut, wo geht die Tür hin? Jetzt müssen wir erstmal hoch. Da oben ist für die Tür, alles klar. So, dahinter noch. Alles klar. So, treffen wir es von hier. Nein, treffen wir es nicht. Das war ja klar. So, dann gucken wir nochmal so rum. Dann muss man da rüber springen. Ja, Gott sei Dank. Aber von hier muss ich es treffen, oder? Sehr gut. Stehe ich schon an der Tür? Ajo, stehe ich an der Tür. Ja, Mucho mio, mucho mio. Oh jo, klar, warum nicht? Auf. Komm, mach jetzt. Mach echt jetzt kein Hexefett draus. So. Wow. Okay. Alles klar. So, gibt's hier was zum Scan? Was ist das für ein Vieh? Oh, ein neuer Eintrag.
Seeschlauchkraut zerplatzt bei Erschütterung. Diese Pflanze wird aufgrund ihrer Ähnlichkeit zum süßen Schlauchkraut derselben Familie zugeordnet. Ihre Kapsel explodiert, wenn sie einer Krafteinwirkung ausgesetzt ist. Dieser Schutzmechanismus hält die meisten Lebewesen davon ab, sie als Futterpflanze zu gebrauchen. Okay, was geht mit dir? Das gleiche Vieh. Okay. Dann einmal darüber. Dann geht's darüber. So. Ja, ja. Nur nicht berühren das Mistvieh. So, da ist die Tür. Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. So. Ah, ist es lustig, hier als Morphkugel rumzueiern. Oh, verdammt. Oh, komm, komm, komm. Ach, Gott sei Dank. Ist echt lustig. So, zack. Aber da kann man vielleicht noch hoch. Nee, doch nicht so. Okay. Nein, das war zu früh. Okay. Also so klappt es nicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Nee, da gibt's auch da oben nichts. Okay, alles klar. So, und jetzt nach rechts. Okay. Wo führt's jetzt uns hin? Oh, okay. Warte mal. Ich will jetzt mal kurz da, genau, dass ich euch besser sehe hier. Weil ihr seid mir zu dunkel, ihr Viecher. So, danke. Aber ich will erstmal die Karte aufmachen. Okay, wir sind jetzt da unten. Alles klar. Interessant. Jetzt sind wir da unten. Gut. So. So, da können wir jetzt wieder normal machen. Oh Gott, ist das dunkel, ey. Ja, okay, da ist eine Tür. Da ist die Tür. Wo geht's jetzt hier entlang? Hä? Da gehen wir doch zurück. Von da sind wir doch gerade gekommen. Sind wir gerade gekommen. Okay, weiter vor. Vielleicht doch hoch, oder was? Verstehe ich jetzt nicht. So, ah, da ist noch so ein Vieh. So, geh sterben. Okay, jetzt müssen wir da hoch, gut. Oh, es ist wieder hell. Es ist wieder hell, es ist wieder hell. Unfassbar. Ah, verdammt. Nee, ich wollte den Ice Beam machen. Waren wir überhaupt hier drin schon? Warte. Ja, von da sind wir doch mal gekommen, oder? Wenn ich mich jetzt nicht irre. Warte mal. Nee, das ist ein neuer Gang. Okay, alles klar. Hohe Strahlung gemessen, okay. Ah, das ist Fasern oder was? Okay, oh, verdammt. Verdammt. Okay, dann weiß ich ja jetzt, in welches Gebiet wir kommen. Oh, hallo, mein Freund. Ja, genau. Das wird jetzt eklig. Östteil der Faserminen. Wir gehen jetzt zu den Faserminen, meine guten Freunde. Jetzt wird's heikel. Jetzt treffen wir auf riesen neue Viecher. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Okay, das ist schon mal der falsche Beam. Bauen wir den Wave Beam. Das wird echt jetzt eine eklige Sache hier. Die Fasernminen. Ich habe es gehasst, schon damals, als ich es auf der GameCube gespielt habe, war es schon atemberaubend. Genial. Der ganze Rotz hier. So, gut, ich höre schon das nächste Freak. Den nächsten Freak hier. Ich mach mal, wo seid ihr alle? Seid so alle so versteckt bestimmt. So, gut. Nee, nee, nee. Mach mal halblang. So, du machst mal halblang da hinten. Was geht ab?
So, jetzt habe ich dich getroffen. Zack. Und nochmal. Was? Nicht? So, geht doch. So, dann haben wir hier mal was zum Scannen. Was aktivieren wir hier? Sing der Schaltkreis des Kraftfeldes deaktiviert. Okay. Da muss man jetzt noch ein Teil finden hier. So, mal scannen und gucken. So. Ah, da haben wir noch was. Mal ein bisschen Energie. Für den guten alten Davy. So, da gehen wir mal da hoch. Eieieiei. Oh, oh. Da sind die. Die neuen Weltraumpiraten, oder? Nee, doch nicht. Doch, das sind doch neue Weltraumpiraten, oder? Nee, doch nicht. Okay. So, gut. Boing. Ja, ihr seid jetzt eigentlich kein Hexenwerk mehr. Komm. So, komm. Alter. Komm schon. So. Bam. Gut, das war's mit dir dann. Oh ja, klar, warum nicht? Machen wir es gleich fertig mit der Rakete. So, dann müssen wir jetzt hier hoch. Darüber. So, und was geht hier ab? Okay, das ist nur für den Kran. Das ist unwichtig noch. Da. Aber da müssen wir erstmal rein. Und wie kommen wir jetzt hier rein nochmal? Da haben wir eine Möglichkeit als Morphball. Gucken wir mal, was macht das? Ja, das bringt schon mal gar nichts. So, irgendwie muss man jetzt reinkommen. Wie soll ich da reinkommen? Ah, so reinkommen. Ach, bin ich so hohl! So, Steuerkonsole dieses Landkarts ist intakt. Es fehlt jedoch die Stromversorgung. Eine nahegelegene Energieleistung muss eine Induktion erhalten, um die Stromversorgung. Alles klar. Gut, dann. Nein, das wollte ich jetzt noch nicht. Ich wollte noch das da oben scannen, ob es was Wichtiges ist. Nein. Okay. Alles klar, da müssen wir erstmal Strom erzeugen. Dann tun wir doch mal Strom erzeugen, noch den Wavebeam aktivieren. So, da ist eine Stromquelle. So. Oh, reicht es schon. Ein Schalter. Unfassbar. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Mit einem Schalter schon aktivieren. Wird neu ausgerichtet. Okay, dann richte ihn mal aus. Sehr schön. So, wo bist du? Jetzt passt es doch schon eher mit dem Morphball. Boah, können wir ja wenigstens mal kurz da drüben den Missile-Container holen. Sehr schön. Okay. Dann hole ich halt so, wenn es halt nicht geht, dass ich aufmache. Ist lustig, dass ich nicht aufmachen kann. Oh, Bob. So, da ist das andere zum Deaktivieren. So, dann haben wir das wenigstens aufgemacht. Aber bevor wir hier weitermachen mit den Phasenminen, gehe ich erstmal abspeichern. Weil das wird echt heikel da. Die Phasenminen, das wird echt eine heikle Sache. Also ich hoffe, dass da der Speicherpunkt ist. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Okay, da ist der Speicherpunkt, so. Dankeschön. Geht's da weiter? Nein. Hätte nicht weiter. Okay, mal in den Speicherpunkt. Ich werde hier mit dem Part beenden. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder bei Metroid Prime. Euer Davy. Tschüssi. Kowski.